Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifu Sergi. In diesem Video geht es um Schwingerabwehr. Es ist eine sehr anspruchsvolle Technik, deswegen muss man es auch viel trainieren. Hier spielt Timing und Distanz große Rolle. Wir müssen unterscheiden und nehmen Schritt für Schritt den Schwinger auseinander. Das heißt, Schwinger ausgeholt, es kommt, der andere kommt sehr, er will mit Körper gar nicht so nah, er versucht dich von Weitem zu erwischen. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Also, sehr einfach zu reagieren darauf, weil du hast genug Zeit, es kommt von der Distanz, aber desto trotz sehr schwierig, wenn ich hier stehen bleibe, kriege ich komplett den ganzen Schlag ab. Und meine Aufgabe ist es, nicht da stehen zu bleiben. Hier muss ich anfangen, wenn ich das erkenne, mich zu bewegen und fast gerade nach vorne. Wenn ich nur gerade hier bleibe, haut es mich vielleicht doch weg, wenn ich nicht komplett durchziehe mit dem Schlag. Ich verdrehe mich so ein bisschen, hopp, mit Körper, gib den Druck und richte mich gleich aus. Das ist sehr wichtig. Also würde ich hier stehen bleiben, kommt Schwinger, bam, die ganze Kraft. Ich habe, darf nicht passieren. Ich muss hier anfangen, das zu erkennen und vor. Fast gerade nach vorne, minimal mit dem Zickzack-Schritt sich ausrichten und mit dem Panzer und V-Stoß oder die Handfläche nach vorne. Die nächste Möglichkeit ist, wenn der zweite kommt oder beziehungsweise sie hat sich vorgearbeitet und jetzt wird es ein bisschen enger, das Ganze. Das heißt, wenn ich auch das mache, mit dem Schlag, sie trifft mich, ich triff sie auch, bringt nicht so viel, also da muss ich gucken, dass ich die Linie verlasse, umgehe das Ganze, boom und buff, auch selber mit Seitwärtshaken arbeite. Es kann auch schon hier passieren, wenn es zum Beispiel eine Konfliktsituation gibt, ich bin hier und du gibst zack, Seitwärtshaken, muss ich hier vorbeileiten, bam bam, arbeiten. Bleibt da, ja, hoch, bisschen pendeln mit dem Körper, weil sie arbeitet auch vor. Hier würde ja so passieren, wenn ich auch nach vorne stoße mit dem Tarn, dann haut das mich weg, weil die Distanz ist sehr eng. Hier muss man bedenken, dass auch natürlich der zweite ist auch noch da. Egal, ob ich mit links aushole und der rechte kommt, wird auch gleich mitgenommen. Deswegen darfst du dich nicht komplett wegwenden, also zu dem Arm. Das heißt, wenn du Schwinger machst, darf ich nicht komplett das machen und wie hier stoppen und nach da, sondern beachten, dass ich die Ausrichtung behalte. Dahin minimal meinen Körper, vielleicht das, aber es kann noch was kommen. Und ein bisschen mit Körper und mit Füßen arbeiten. Selbst natürlich ein bisschen dagegen arbeiten. Ich würde aus weiter Distanz niemals mich selbst klein machen, also mir die Arme nach vorne schieben. Aber in der Nahdistanz kann passieren, dass du nicht so schnell reagieren kannst und Schlag, es reicht auch einfach bam mit dem Arm. Hier ist die Gefahr, dass der andere dich aus dem Gleichgewicht bringt, weil da kannst du nicht so schön nachgeben. Wenn du die Arme vorne hast und kommt Schwinger, bumm, ganz ein bisschen Spannung halten, am Körper Kontrolle rumleiten, das übernehmen, bam. Oder ja, je nachdem hast du ja schon hier ein bisschen bumm, Stoß, wenn du es erkennst, das kommt etwas. Dann hast du es auch ein bisschen gekontert, ja? Die Idee aus der Beauty, dass wenn ich erkenne, dass derjenige, ich habe die Phase Timing verpasst, wo ich nach vorne musste und muss ein bisschen zurückpendeln, ja? Nicht zu, springt nach hinten oder zur Seite, weil es kann passieren, dass der andere, wenn ich einfach
das machen, dass der nächste kommt, dann muss ich nochmal darüber rausgehen und wann hat sie mich. Deswegen versuche ich minimal mit Füßen zu arbeiten und wupp, das ist wie gesagt, wenn ich nicht anderes kann, ich kann vielleicht nicht rausgehen oder ich habe die Phase verpasst, wo ich nach vorne kann, dann kann ich ein bisschen pendeln hier und bam, bam, bam nach vorne arbeiten. Ja? Das gleiche, was wir auch hier in der Nahdistanz machen, wenn es hier Schwinge kommt, dann hoch arbeite ich genauso. Drückt sie mehr mit Füßen, drückt sie mehr mit Körper vor, muss ich auch nachgeben, nicht nur mit den Armen wegschlagen, sondern auch mit Rumpf. Hey, du hast mal einen Bogen. Ich hau dir gleich aufs Maul. Trainiere fleißig. Bedenk dir, dass die Techniken immer verstanden werden müssen und zu deinem eigenen gemacht werden, dass du die intuitiv einsetzen kannst. Dazu musst du die Drillen üben, üben, damit es in Fleisch und Blut übergeht. Hat dir das Video gut gefallen, dann abonniere meinen Kanal, drück den Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Stell mir bitte Fragen bezogen auf Wing Chun, Selbstverteidigung, Kampfkunst und Fitness. Freue ich mich sehr darüber und bis bald im nächsten Video. Ciao!